Also das erste Mal ein ganz grosses Kompliment, dass es Ihnen gelungen ist, überhaupt so eine grossartige Persönlichkeit zu gewinnen für Ihren Anlass. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Das ist auch der Grund, wieso ich heute gekommen bin. Zweitens, als Value Investor bin ich natürlich ein grosser Fan von Professor Schiller, weil er ja der Erste war, der akademisch Beweis gebracht hat, dass die Anleger nicht immer rational handeln an der Börse, dass es Übertreibungen und Untertreibungen gibt. Er hat das in einem wunderbaren Papier bewiesen, würde ich sagen, und hat dafür auch 2013 den Nobelpreis bekommen, wo mich natürlich sehr gefreut hat, dass er ihn bekommen hat. Dann der dritte Punkt, er hat mich nicht enttäuscht heute. Ich habe ihn das erste Mal live erlebt. Und was mir aufgefallen ist, er ist natürlich sehr eloquent, hat eine gewisse Zurückhaltung, hat einen schönen Humor, ist ein wunderbarer Geschichtenverzähler. Aber dann merkt man, dass er noch viel mehr ist als das. Und die Tiefe hat mich beeindruckt von seinem Denken. Wenn man ihn ein bisschen genau beobachtet hat, dann habe ich zumindest festgestellt, der Mann geht sehr in die Tiefe mit dem, was er sich überlegt in seinem Kopf. Also eigentlich ein brilliant mind, und die trifft man nicht jeden Tag, und das ist eigentlich der bleibende Eindruck. Was er sonst noch erzählt hat, habe ich natürlich eigentlich alles schon gewusst, weil ich seine Bücher lese, weil ich ein Fan bin von ihm. Aber ganz einen tollen Anlass, und ich glaube, man hat es auch gesehen an den vielen Fragen und den vielen Leuten, die gekommen sind, dass das wahrscheinlich sogar etwas Spezielles war, auch im Rahmen von den Leuten, die sie sonst immer da haben. Das ist eigentlich mein Takeaway vom heutigen Mittag. Es hat sich gelohnt. Es ist natürlich wunderbar, eine Veranstaltung wie diese zu besuchen. Die Kombination aus Investment-Diskussionen und aber auch die philanthropische Art, die Robert Fischer ja immer wieder herausstellt. Mich erinnert das auch an eine Bewegung, die jetzt gerade sehr aktuell ist in der philosophischen Diskussion, nämlich die Bewegung des effektiven Altruismus. Eine Bewegung, die sagt, jungen Menschen sagt, macht euch nicht Gedanken darüber, wie ihr jetzt gerade spenden könnt oder euch einbringen könnt in idealistischer Form, sondern macht erstmal viel Geld und danach müsst ihr die Verantwortung übernehmen, dieses Geld dann effektiv auch für wohltätige Zwecke einsetzen. Das ist die Message, die Robert Schiller ja 1:1 darüber bringt, Bezug nehmend auch dann auf alte Größen in der amerikanischen Industriegeschichte, wie Carnegie und andere. Das ist eine schöne, erfrischende Veranstaltung, die eben alles zusammenbringt. Kann ich nur zu gratulieren. Was mir am heutigen Vortrag von Professor Schiller sehr gefallen hat, ist das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Philanthropie, wo eigentlich vermehrt von Amerika gekommen ist nach Europa. Und dass das für jeden im anglosächsischen Raum noch viel stärker eine DNA ist, dass man Philanthropie unterstützt und auch natürlich kann entsprechend auch absetzen. Das fehlt in Europa und ich glaube auch in der Schweiz spezifisch, glaube ich, dass man noch viel mehr kann machen in die Richtung, wo man auch Incentives, Motivationen kreiert, dass man noch mehr gibt. Aber es braucht ein gewisses Mindset, um das umzusetzen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ein bisschen gefehlt hat, dass man hier noch ein bisschen tiefer ist. Das gibt es für Lösungsansätze. Wie könnte man das gerade bei uns noch verstärken und auch die Wirtschaft dazu bringen, dass man mehr tut für Philanthropie? Das wäre also meine Schlussfolgerung. Ganz am Anfang des Gesprächs ist das Thema Luxus im Raum gestanden, also in dieser Diskussion um Ungleichheit, vor allem von dem Buch von Thomas Piketty. Der Robert Schiller hat dann zwei Sachen gesagt, die ich sehr interessant gefunden habe. Als erstes ist das Thema aufgekommen, was machen reiche Leute mit ihrem Geld? Und er hat das Statement gemacht, dass reiche Leute ihr Geld sinnvoll ausgeben sollen. You are a fool if you spend it in a stupid way. Das war das Erste. Dann ganz auf dem anderen Spektrum von dieser Luxusdebatte in dem Sinn ist es nachher darum gegangen, wie sehen wir heute unser kapitalistisches System, also das System vom Business machen, vom Risiko nehmen. Und dort hat er nochmal einen Aspekt hineingebracht, den ich sehr interessant gefunden habe, und zwar, dass unser Business-System oder das kapitalistische System uns oder Entrepreneur dazu zwingt, auch sehr einfache und vor allem unglamouröse Tätigkeiten zu machen. Und das habe ich sehr einen interessanten Aspekt gefunden, vor allem mit der Verbindung von diesen beiden Gedanken von Robert Schiller.
So the main message I got from this event was that the society is completely changing, meaning that all the we had a big shift from the 50s, where people were working in small groups, to a situation where we had the capitalism and all the investment banking were the main focus in the beginning of the century. And now we are going toward a much more service-oriented, IT-oriented societies. And a lot of people don't know where they sit in that concept and what is their future. What will be their job in the future? What will be the job they have to prepare their children for? And so the whole society comes to a complete shift. Sorry, I'm repeating myself. It's a bit silly. And so the level of anxiety in the society is increasing massively. That should lead to great opportunities for people who can grasp it, and a big portion of the population that might be left on the side, and therefore a bigger divide. In that kind of concept, then, the next step he came with was we need to help the people who are left behind. And therefore, we need to create a society that allows for charities to be prominent. And therefore, the government needs to organize the whole system, probably through a tax organization, that allows for rich people to help the charities. And for rich people who have made their money and feel like they have achieved their plateau, to then create their own charities or have their own charities around to distribute the wealth that they collect from other people in a way that is more efficient for the whole society. And so the whole thing seems together. Basically, a society that is changing dramatically, where people will be very successful and people will be less successful, so a big divide between the two people, and the duty for the people who have been successful to spend a good portion of their life, when they have achieved the plateau they are comfortable with, to redivert all the wealth they have made and other friends of them have made towards people who have been left behind, so that the whole society can live properly.